Hier sollen sie jetzt also herkommen, die großen Ideen aus Cottbus und der Lausitz. Nach mehr als 2 Jahren Bauzeit ist das Gründungszentrum Startblock B2 auf dem BTU-Campus fertig. Rund 15 Millionen Euro hat alles gekostet, 10,7 Millionen stammen aus Fördermitteln, den Rest hat die Gebäudewirtschaft Cottbus investiert. Geschäftsführer Thorsten Kunze hat von Tag 1 für den Bau des Gründungszentrums gekämpft. Seit 2016 haben sich Bauumfang, Lage und auch die Kosten immer wieder verändert. Dass man nun vor vollendeten Tatsachen steht, macht ihn stolz und ist auch ein wichtiges Zeichen für die Stadt. Wir erwarten hier, dass wir Firmen hier betreuen können, die dann rausgehen, wenn sie dann die Gründungsphase erfolgreich durchlaufen haben und dann über 1000 Arbeitsplätze in den nächsten 10 bis 15 Jahren uns hier in Cottbus zur Verfügung stellen, sodass dann meine Mieter hier auch Arbeitsplätze haben. Denn das ist wichtig. Es ist nicht nur eine schöne Stadt wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass die jungen Menschen und die Familien haben, auch hier Arbeitsplätze haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hier natürlich, und das ist auch wichtig, an der Universität mit dem Gründungszentrum ein Zentrum geschaffen haben, wo nicht nur universitätsnahe Gründungen optimal betreut werden, sondern auch Gründungen des Handwerks und vieler anderer Personen, die hier dann eine mittelständische Firma gründen wollen. Im Gründungszentrum laufen nun viele Fäden der Stadt zusammen. Die GWC ist Bauherr und Eigentümer, Betreiber ist hingegen die Entwicklungsgesellschaft Cottbus. Mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg ist ein Fördermittelgeber direkt vor Ort. Die BTU stellt neben dem Gründungsservice den wohl wichtigsten Teil, Menschen mit einer Idee. Der Weg für Studierende ist in den meisten Fällen relativ klar. Studieren, Bachelor, Master und dann auf den Arbeitsmarkt. Durch das Gründerzentrum gibt es jetzt aber eine weitere Option. Option als junger Mensch zu haben, ist immer gut. Das heißt, eine weitere Tür. Und vielleicht ist es diese Tür, die früher immer so ein bisschen mehr zu war für junge Menschen, weil es auch ein Risiko ist, etwas zu gründen. Wenn wir die jetzt ein bisschen weiter aufgreifen, und ich glaube, mit dem Gründungszentrum kriegen wir sie sehr weit auf, dann haben natürlich junge Menschen eine tolle Möglichkeit. Und das nutzen wir natürlich für unsere Studierenden aus. Einen zentralen Anlaufpunkt im Startblock B2 stellt das Creative Open Lab, kurz CoLab, dar. Hier geht es darum zu tüfteln. Entweder alleine oder gemeinsam. Dafür stehen Werkstätten mit modernster Technologie zur Verfügung. Ein idealer Startpunkt für alle Ideen. Wir unterstützen die Gründerinnen und Gründer mit unserer Infrastruktur. Also man sieht es, wenn Sie hier gleich durchgehen, haben wir verschiedene Bereiche. Den Textilbereich, den 3D-Druckbereich, Programmierung, Elektronikbereich, Lasercutting-Bereich. Und geben die Infrastruktur, die man sich vielleicht als Gründerinnen und Gründer üblicherweise nicht leisten könnte. Und haben hier alles zentral an einem Ort. Und das ist genau auch das, was uns wichtig ist, dass eben auch für viele verschiedene Akteure hier zentral im Haus sind. Und da freuen wir uns sehr drauf. Dabei geht es um mehr als einfache Werkzeuge. Markus Heide stellt etwa eine Software vor, die in Echtzeit Handgesten und Gesichter erkennen kann. Dabei handelt es sich um ein neuronales Netz, das genau darauf trainiert wurde. Und das kann eben eine Grundlage sein für eine Softwareentwicklung. Und da wollen wir eben die Gründer hier unterstützen dabei. Und ja, das, wie man sieht, ist das ziemlich erfolgreich darin, jetzt meine Hände einzuschätzen, zu sehen, dass es eine linke Hand ist, dass es eine rechte Hand ist. Und damit kann man jetzt Interaktionen herstellen mit dem PC, moderne Varianten davon. Wir kennen ja dieses Swipen von Touch-Displays. Und wir können das jetzt übertragen auf eine Möglichkeit aus der Distanz, Dinge zu manipulieren, dann eben zum Beispiel irgendwelche Präsentationen durchzublättern. Und das wäre doch ganz praktisch. Also von daher, da können wir hier Gründer unterstützen dabei. Das CoLab ist aber nicht nur Studierenden vorbehalten. Ab dem 27. Oktober wird es an jedem Mittwoch einen Open CoLab Day geben. Von 10 bis 18 Uhr kann dann jeder vorbeikommen. Darüber hinaus will man Workshops anbieten. Neben dem CoLab steckt im Gründerzentrum noch viel mehr. Etwa jede Menge Büros, Besprechungsräume und Veranstaltungsflächen. Das hier wird zum Beispiel ein großer Coworking Space, wo einzelne Tische gemietet werden können. Gründende können sich hier austauschen und so mögliche Kooperationen ausloten. Vielleicht wird aus 2 kleinen Ideen mal eine ganz große. Jan Blochwitz-Niemoth ist da schon weiter. Sein Unternehmen baut Mikrolautsprecher, die etwa in In-Ear-Kopfhörern verbaut werden. Kleiner und leistungseffizienter, als es bisher noch der Fall ist. Er ist hier einer der ersten Mieter.
Wir haben also die Firma zweigeteilt, Cottbus und Dresden, und suchten für unsere Mitarbeiter in Cottbus einen attraktiven Standort, wo wir auch ein Stück noch wachsen können. Wir sind jetzt erst neu am Start, seit anderthalb Jahren existierend, und wollen den nächsten Schritt gehen und finden dieses Gebäude einfach fantastisch für die Mitarbeiter. Das Haus soll irgendwann natürlich voll mit solchen Ideen sein. Aktuelle Zahlen zeigen, dass man auf einem guten Weg ist. Bereits 40% der freien Flächen sind vermietet. Und das ist wesentlich mehr, als wir eigentlich erwartet haben. Also wir sind hier außerordentlich mit dem ersten Tag, starten wir also mit einem unheimlich guten Ergebnis. Das muss ich wirklich sagen, ein toller Vorlauf. Und ich hoffe, dass das die nächsten Jahre so bleibt. Die Eröffnung fand unter der 3G-Regel erst einmal nur für geladene Gäste statt. Derzeit arbeitet man aber daran, möglichst allen Cottbusserinnen und Cottbussern einen Einblick in das neue Gründerzentrum zu ermöglichen.